Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Webinar Marktanalyse und Trading-Ideen. Mein Name ist Derek Grigori und ich arbeite als Senior Sales Trader bei Iondo Markets. Heute werfen wir wie gewöhnlich einen Blick auf den DAX sowie den US-Markt und des Weiteren thematisieren wir heute die Aktien von Nike, von BMW sowie von der Deutschen Bank. Und ein kurzer Hinweis noch meinerseits, sämtliche Ausführungen stellen keine direkten Aufforderungen zum Traden dar. Jede Entscheidung zum Traden oder einem Top-Trader zu folgen, obliegt bei den Tradern selber. Und ja, nun geht es auch schon los. Werfen wir mal einen Blick hier auf den Germany 30 Rolling, ja, auf den DAX. Wie immer vor wichtigen Notenbanksitzungen haben die Anleger auch diesmal Aktien nur mit spitzen Fingern im Grunde genommen angefasst. Und zwar haben wir eben heute Abend die Notenbanksitzung der Fed, der amerikanischen Notenbank, und entsprechend waren die Anleger gestern zurückhaltend. Und zwar, ja, der DAX schwankte gestern am Dienstag zwischen 12.322 Punkten und 12.416 Punkten und am Ende ging der deutsche Leitindex bei 12.347 Punkten aus dem Handel. Und das heißt, unterm Strich mit einem Plus von 0,19% oder eben 23,8 Punkte mehr als am Vortag. Und wie gesagt, alle Augen sind derzeit auf die heutigen Beratungen der Fed gerichtet. Die Notenbank werde mit hoher Wahrscheinlichkeit die Zinsen anheben, so die ja, die Meinung der Experten. Und nach den Hinweisen von EZB-Präsident Mario Draghi auf eine steigende Inflation sind die Investoren brennend daran interessiert, was sein US-Kollege zum Thema Teuerungsraten zu sagen hat. Und ja, die Fed gibt ihrem Bescheid heute Abend entsprechend Bescheid und wird im Anschluss auch dann von dem Präsidenten Powell erläutert. Und ja, mehr noch als die Zinsanhebung dürfte die Anleger interessieren, wie die Fed ihre Geldpolitik im kommenden Jahr gestalten könnte. Sprich, wie viele Zinsanhebungen sind geplant? Experten glauben, dass eine allzu skeptische oder kritische Formulierung von Notenbankchef Jerome Powell die Aktienmärkte und somit auch den DAX unter Druck bringen könnte. Ja, von daher wird das heute Abend generell ein spannender Tag, insbesondere heute Abend, und alle Augen sind auf den Fed-Präsident Jerome Powell gerichtet. Werfen wir einen ganz kurzen Blick auf den Dow Jones. Auch an der Wall Street blieben die Anleger gestern vorsichtig. Der Dow Jones Index notierte bei Börsenschluss in Frankfurt am Abend um 0,2% schwächer bei 26.514 Punkten. Und ja, wir sind mehr oder weniger immer noch auf dem gleichen Level. Und ja, nachdem er eben aber anfangs auf bis zu 26.634 geklettert war. Also da waren wir zwischenzeitlich schon mal höher, wie man hier sehen kann, ganz deutlich. Und ja, jetzt ist erstmal ein bisschen Skepsis angesagt und die Lage wird erstmal beobachtet. Und weitgehend unbeobachtet blieb, dass sich die Verbraucherstimmung in den USA im September erneut deutlich verbessert hat. Ja, das hat also keine Auswirkungen auf den Kurs gehabt und ja, die Verbraucherstimmung hat den besten Wert seit 18 Jahren erklommen. Der vom Conference Board erhobene Indikator sei um 3,7 Punkte auf 138,4 Zähler geklettert. So teilte es entsprechend das Marktforschungsinstitut gestern in Washington oder aus Washington mit. Und dies ist der Höchststand seit September 2000. Und Analysten hatten hingegen einen Rückgang auf 132,1 Punkten erwartet. Und daher war das eigentlich eine gute Nachricht, aber hat sich leider nicht in der Kursentwicklung wiedergespiegelt, aufgrund ja, der vorsichtigen Erwartungshalten von Seiten der Anleger. Kommen wir dann nun zu der Nike-Aktie. Nike hat Quartalszahlen vorgelegt und ja, so wie es aussieht, ist Nike wieder in der Spur. Und zwar Nike-Anleger haben in diesem Jahr generell allen Grund zur Freude, hat doch der Sportartikelhersteller seine Wachstumsstelle überwunden. Und auch im ersten Geschäftsquartal sprintete das Unternehmen voran, trotz seines umstrittenen Werbegesichts. Und vielleicht haben Sie es mitbekommen, wer das Werbegesicht ist. Ich komme da noch gleich mal
drauf zu sprechen. Und in den 3 Monaten bis Ende August legten die Umsätze im Jahresvergleich um 10% auf 9,95 Milliarden US-Dollar zu. Der Nettogewinn machte gar einen Sprung um 15% auf 1,09 Milliarden Dollar. Und im US-Heimatmarkt, wo der Konzern zeitweise unter der starken Konkurrenz litt und erst im Vorquartal die Umsatzwende geschafft hatte, nahmen die Erlöse um 6% zu. Und Wachstumstreiber bleibt jedoch das internationale Geschäft. Besonders in Asien und in Lateinamerika war die Nachfrage zuletzt sehr hoch. Und ja, wie auch das Werbegesicht hat Nike nicht schaden können. Nike-Chef Mark Parker zeigte sich zufrieden und schrieb vor allem Produktinnovationen und Fortschritte in der digitalen Vermarktung als Erfolgsfaktoren heraus. Und auch zeigt das Ergebnis, dass dem Adidas-Konkurrenten die umstrittene Werbekampagne mit Colin Kaepernick alles andere geschadet hat. Ja, also der Colin Kaepernick, der Footballspieler, hatte sich einst geweigert, aus Protest gegen die Polizeigewalt gegen Afroamerikaner beim Abspielen der Nationalhymne aufzustehen, was auch den Zorn von Präsidenten Donald Trump auf sich zog, und entsprechend wurde er auch dann von Donald Trump heftig beschimpft. Aber wie man sieht, hat das keinen negativen Einfluss auf die Nike-Aktie soweit haben können. Und ja, Nike hat das neue Werbegesicht nicht geschadet. Wie gesagt, allerdings sind den Unternehmen wegen der aufwendigen Marketing-Kampagnen höhere Kosten entstanden. Dennoch habe man stärkeres Wachstum und höhere Erträge geliefert als zu Beginn des Geschäftsjahres angenommen. Und obwohl die Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street Analysten insgesamt übertrafen, reagierten die Anleger zunächst verhalten. Die Aktie verlor im Nachbörsenhandel nach den Quartalszahlen ja 3,5% ungefähr, nachdem sie erst am Freitag auf dem Rekordhoch gestiegen war. Ja, und im bisherigen Jahresverlauf hat der Kurs indessen bereits um rund 36% zugelegt, sodass die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen soweit günstig war. Und das kann man hier gut sehen, wie sich die DAX-Aktie soweit, die DAX-Aktie, die Nike-Aktie soweit sich entwickelt hat in diesem Jahr, und das ist doch mehr als beachtlich. Und jetzt gab es dann eben den ersten kleinen, ja, oder vor kurzem erstmal den ersten großen Rücksetzer jetzt, oder die Gewinnmitnahmen in dem Fall, wie man hier sehen kann. Aber das Ganze hält sich noch alles ja, ziemlich im Rahmen. Und was die Prognosen angeht, ja, laut Experten von JP Morgan hat Nike zwar ein solides Geschäftsquartal per Ende August abgeliefert. Die Prognose des Lifestyle-Konzerns für den Gewinn je Aktie im laufenden Quartal sei jedoch um ein Fünftel hinter der Konsensprognose zurückgeblieben. Und entsprechend war das dann ebenfalls ein Grund, hier Gewinne mit einzustreichen. Und ja, die Nike-Aktie können Sie hier auf unserer Plattform handeln, wenn Sie der Meinung sind, dass die Geschichte fortgeschrieben wird von Seiten Nike. Können Sie sich gerne hier long positionieren, wenn Sie denken, okay, das war's vielleicht erstmal, und es folgen jetzt vielleicht weitere Rücksetzer, weil die Konkurrenz ja aufholt. Dann können Sie gerne bei uns shorten und davon eben bei uns profitieren. Ansonsten widmen wir uns den bayerischen Motorwerken, sprich BMW. Aktionäre des Münchner Autokonzerns mussten am Dienstag einen deutlichen, ja, Rücksetzer bei der Aktie hinnehmen. BMW tritt wegen des Preiskampfes im Automarkt bei seinem geschäftlichen Ausblick gehörig auf die Bremse. Und ja, man sieht das ja auch relativ gut, was da gestern passiert ist. Man ist unter 80 Euro sogar gefallen. Und ja, was ist hier der Grund des Ganzen? Und zwar, also erstmal generell um fast 5% rutschte die BMW-Aktie gestern ab, und auch die Aktien von Daimler, Volkswagen und dem Zulieferer Continental im DAX notierten gestern klar in der Minuszone. Und bei BMW soll das Konzernergebnis vor Steuern nach eigenen Angaben moderat unter dem Vorjahreswert liegen. Und bislang hatten die Münchner erwartet, die 10,7 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern aus dem vergangenen Jahr wieder erreichen zu können. Moderat heißt laut BMW in dem Fall, dass man sich nur auf einen Rückgang zwischen 5 und 10% einstellt. Und auch die Umsatzerwartung für das Kernsegment Automobile wurde am Dienstag angepasst. Statt leicht zu steigen, sollen die Erlöse nun leicht zurückgehen. Und die Rendite vor Zinsen und Steuern, sprich die EBIT-Marge in der Autosparte, soll nur noch mindestens 7% betragen. Bislang war BMW stets von einem branchenüblichen Wert zwischen 8 und 10% ausgegangen.
Und ja, BMW führt eine ganze Reihe an Faktoren an, was das Ganze angeht, die die Prognoseanpassung eben ausgelöst hatten. Und zwar spürt das Unternehmen nach eigenen Angaben einmal die Auswirkung des Handelsstreits, der eine ja, der für eine sich verschärfende Marktsituation und Ungewissheit sorgen. Zudem habe die Umstellung auf den neuen Abgasprüfzyklus WLTP auf mehreren europäischen Märkten zu erheblichen Angebotsverwerfungen und einer unerwartet hohen Wettbewerbsintensität geführt. Und die Hersteller hatten also viele Fahrzeuge vor dem Start der neuen Prüfung im September mit hohen Rabatten verkauft. Und ja, für die BMW-Aktie dürfte der zarte Aufwärtstrend, den wir jetzt an und für sich ein bisschen hier hatten, der dürfte, ja, der zarte Aufwärtstrend, den natürlich seit seinem Jahrestief im Juni bei 76,5 Euro eingeschlagen hat, zumindest angeknackt sein. Ende vergangener Woche hatte der Titel noch die Marke von 86 Euro übersprungen und nun notiert er wieder, wie erwähnt, unter der Marke von 80 Euro und jetzt sind wir hier bei ja, ungefähr 78 Euro. Und ja, eventuell ist eine gute Möglichkeit hier zuzuschlagen oder eventuell noch weiter die Sache zu beobachten und schauen, wohin die Reise hingeht und dann vielleicht bei einem noch tieferen Zeitpunkt einzusteigen. Dann zu guter Letzt widmen wir uns hier die Aktie der Deutschen Bank und zwar gab es hier Gerüchte einer Fusion. Und zwar generell, das Thema Banken bleibt weiter ein Thema. Die Deutsche Bank hat nach einem Bericht des Handelsblatts Szenarien zu Fusionen, insbesondere mit der Commerzbank und der UBS, durchgespielt. Und dies sei auf einer Strategiesitzung mit dem Aufsichtsrat Mitte September erfolgt. Und ja, so hat eben das Handelsblatt darüber berichtet, unter Berufung auf Finanzkreisen. Und die UBS-Variante habe dabei aus Aktionärsicht besser abgeschnitten, da sich die Deutsche und UBS sich mit ihren unterschiedlichen Stärken gut ergänzen würden. Und gegen eine Fusion mit der Commerzbank spreche auch, dass es zu hohen Kosten wegen der zu erwarteten massiven Stellenverlusten kommen würde. Allerdings, um das Ganze jetzt ein bisschen abzufedern, was diese Gerüchte angeht, Deutsche Bankchef Sewing hatte sich zuletzt zurückhaltend zu einer Fusion mit der Commerzbank geäußert. Auch die Berliner Politik scheint diese Variante aber zu favorisieren. Und der Chef der Deutschen Bank hat Spekulationen über ein Zusammengehen seines Instituts eben damit einen kurzfristigen Dämpfer verpasst. Aber das ohne den Namen jetzt Commerzbank in den Mund zu nehmen. Und ja, Sewings Prioritäten sind erstmal andere. Und zwar sagte er am Montag bei der Öffnung eines Events, dass für die nächste Zeit sein Geldhaus erstmal im Vordergrund seine Hausaufgaben zu machen hat. Und in den nächsten 18 Monaten gehe er vor allem davon aus, die Profitabilität zu steigern. Und solange diese Profitabilität nicht da ist, werden wir auch in der Marktbewertung nicht höher kommen. So seine Meinung. Und alles andere ist seiner Meinung nach, ja, kann man erst danach im Anschluss dann besprechen oder überlegen. Und unabhängig davon, ja, ist das Thema Fusion natürlich immer ein interessantes Thema, weil es immer zu einer größeren Volatilität kommt, häufig in die eine positive Richtung, mit starken Kursaufschlägen. Je nachdem, wer übernommen wird oder der übernommen ist. Auf jeden Fall, Deutsche Bank bieten wir auch an, können Sie bei uns auch entsprechend handeln und davon eben profitieren. Dann zu guter Letzt stelle ich Ihnen wie immer einen Signalgeber vor für alle unsere Social Trading Follower-Konten. Heute ist das in dem Fall Rune 2. Ja, dieser Top-Trader ist ein Echtgeld-Signalgeber, auch schon auf dem höchsten Karrierelevel angelangt, sprich auf dem Institutional Level und hat seit seiner Anmeldung ja, etwas mehr als 40% erzielt. Er ist auf jeden Fall ein risikofreudiger Top-Trader, was hier auch ganz klar ersichtlich ist mit einem Risk-Score von 10. Ja, also Risk-Score, der geht von 1 bis 10 und 10 ist eben ein sehr hohes Risiko. Entsprechend ist hier, muss man den mit etwas Vorsicht,
muss man hier ein bisschen vor sich walten lassen. Man kann zum Beispiel einen Signalgeber mit einem hohen Risk-Score natürlich dem Portfolio hinzufügen, wenn man eben da ein bisschen Risiko haben möchte, was sich dann auch hoffentlich dann in der Rendite widerschlägt. Auf der anderen Seite macht es dann Sinn, auch über diesen Signalgeber dann zum Beispiel untergewichten mit dem Risikofaktor, was Sie ja im Portfolio einstellen können, um den dann einfach beizumischen, aber eben nicht proportional zu folgen. Und ja, dieser Signalgeber hat aber unabhängig von dem Risk Score trotzdem ja, gute Kennzahlen, also eine Volatilität von nur 2%, maximalen Drawdown von nur drei, ja, knapp 14% und hat soweit 75% aller Trades im Gewinn abgeschlossen. Und dieses Jahr ist er auch schon gut dabei mit 26,55%. Er handelt über ja ausschließlich den DAX soweit und ja, hat auch für gewöhnlich nicht viele offene Positionen offen. Jetzt hat er ja eine Position am Laufen, was ja auch ganz gut ist, was das Thema Finanzierungskosten angeht. Und hier können Sie natürlich rückwirkend nachvollziehen, was die vergangenen Positionen oder was die vergangenen Positionen angeht, wie er die gehandhabt hat, wo ist er eingestiegen, wann ist er ausgestiegen, wo war sein Stop-Loss. Und ja, wie man hier sieht, schließt er diese Position häufig manuell. In letzter Zeit hat aber auch dann bei ihm der Take-Profit häufig gegriffen, wie man hier sieht. Es ist auf jeden Fall ein Signalgeber, den man sich soweit anschauen kann, insbesondere weil eben auch sein Sharpe Ratio ein gutes Verhältnis vorweist. Ja, also das Verhältnis aus der erzielten Überrendite durch das Risiko, was er durch das Risiko was ausgedrückt ist in der Volatilität, das hat soweit ein gutes Verhältnis. Das können Sie hier auch sich anschauen. Wir haben hier eine Top-10-Liste. Die können Sie nach verschiedenen Kriterien sortieren. Und wenn Sie dann hier Top-Trader nach Sharpe-Ratio sich mal anzeigen lassen, dann sehen Sie ja, dass Rune 2 auf Platz 2 ist, was soweit auf jeden Fall eine starke Leistung ist. Und eben Sharpe-Ratio von 2,16 ist soweit sehr, sehr gut. Auf jeden Fall ist es eine Überlegung wert, den Ball zu mischen. Ja, den können Sie sich dann entsprechend mal im Detail anschauen und vielleicht gefällt er Ihnen soweit. Ansonsten kommen wir zum Thema Fragen. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, würde ich Sie bitten, dass Sie diese einfach im Chatfenster stellen. Okay, bisher sind noch keine Fragen eingetroffen. Ja, dann sieht es wohl so aus, als ob es soweit keine Fragen gibt. Falls Ihnen noch nachträglich welche einfallen, können Sie es natürlich gerne kontaktieren, entweder per Telefon oder per E-Mail. Schreiben Sie uns dann einfach eine E-Mail an service@ionto.com oder rufen Sie uns einfach an unter 069 9675 9007. Ich wiederhole 069 9675 9007. Ja, ansonsten war es das von meiner Seite. Von daher möchte ich mich zum Schluss ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen ansonsten noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handeln. Auf Wiederhören.